Moin, in diesem Video werde ich mein Wissen mit dir teilen, wie du persönlich einen Umgang mit der derzeitigen Medikamentenkrise finden kannst. Was kannst du tun mit deinen Kindern, wenn du kein Paracetamol mehr bekommst? Welche Möglichkeiten könnte es geben, wenn du Ibuprofen bräuchtest, es aber aktuell nicht zu erhalten ist? Und am Schluss dieses Videos erzähle ich dir noch etwas über die Hintergründe und ich werde dir sagen in einem persönlichen Kommentar, dass das, was wir derzeit erleben, eine Katastrophe mit Ansage ist und zwar nicht erst seit Wochen oder Monaten, nein, schon seit Jahren und Jahrzehnten. Und ich werde dir auch sagen, was meine persönliche Einschätzung angeht, wie es weitergehen wird in den nächsten Jahren. Also bleibe dran, wenn du von diesen Themen tangiert sein solltest. Ich denke, mehr oder weniger wird es jetzt zumindest auf absehbare Zeit jeden von uns treffen. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass wir schon seit geraumer Zeit, seit Monaten bis Jahren immer wieder Medikamentenengpässe haben bei uns hier in Deutschland. Man mag es kaum glauben, ja, aber so ist es. Und das hat sich jetzt in den letzten Wochen, jetzt im Dezember 2022, dramatisch zugespitzt. Viele Medikamente sind mittlerweile in Europa Mangelware. Presseberichten zufolge handelt es sich dabei um 300 verschiedene Medikamente, die zum Teil wirklich Medikamente sind, die wir tagtäglich brauchen. Und da stellt sich natürlich die Frage, okay, wie können wir damit umgehen? Welchen Weg können wir da aus dieser Krise herausfinden? Und ich werde dir jetzt erzählen, beispielhaft, welche Möglichkeiten es gibt, beziehungsweise wie ich damit selber umgehe. Fangen wir an beim Thema Paracetamol und Fieber bei Kindern. Zunächst einmal möchte ich ins Gedächtnis rufen, dass die Menschheit Jahrhunderte und Jahrtausende lang ohne Paracetamol, Ibuprofen etc. ausgekommen ist und sie ist nicht ausgestorben. Ja, also das ist natürlich dann die Frage, okay, wie haben die Menschen das früher gemacht? Am Ende des Videos werde ich dir noch einen Ausblick geben auf Fragen, die ich mir persönlich stelle, was kommen wird in der Zukunft. Und da wird es dann schon schwierig und da kann es dann auch passieren, dass wir noch ins Mittelalter wieder abrutschen. So ein bisschen plakativ formuliert. Okay, aber machen wir weiter beim Thema Fieber. Fieber ist zunächst einmal eine gesunde Reaktion des kindlichen Körpers und Fieber ist an sich keine Pathologie. Ich habe vor 25 Jahren meine medizinische Laufbahn in der Kinderheilkunde begonnen und mein damaliger Chef in der Kinderheilkunde sagte einmal in einer Fortbildung, dass die Verordnung von Paracetamol zum Fiebersenken die häufigste Verordnung in der Kinderheilkunde damals war. Ich denke mal, das wird heute nicht sehr viel anders sein und dass sie gleichzeitig auch die sinnfreieste Tätigkeit der Kinderärzte ist. Weil in den meisten Fällen ist die Verordnung von Paracetamol nicht notwendig, ist auch das Fiebersenken nicht notwendig. Es gibt ja einige Ausnahmen, die ich hier auch der Vollständigkeit halber sagen möchte, bei denen wirklich das Fieber im Kindesalter eine kritische Angelegenheit ist. Das ist zum einen bei Kindern, die jünger sind als ein halbes Jahr. Das war auch eine Situation bei mir in der Kinderklinik gewesen, wenn ein Kind in die Notfallambulanz hereingebracht wurde, das meinetwegen 3 Monate alt war und echt Fieber hatte, dann war das immer sofort eine Aufgabe für den Oberarzt gewesen, also nicht für mich als Assistenzarzt. Okay, also Fieber bis zu einem halben Jahr ist eine kritische Situation. Außerdem ist Fieber schwierig bei Kindern, die zum Beispiel an Epilepsie leiden oder andere neurologische Erkrankungen. Auch hier muss man eben entsprechend anders und sorgsamer umgehen. Aber ein Kind, das ansonsten gesund ist, für das ist Fieber nicht per se ein Problem. Ich habe selber in der Kinderheilkunde, und auch bei meinen eigenen Kindern, ich bin ja auch mehrfacher Vater, ich habe Kinder gesehen mit 40 Grad, die sitzen im Bett fröhlich und spielen, während andere Kinder mit 38 Grad schon apathisch daliegen.
Ich sage das nur, um deutlich zu machen, dass auch irgendwelche Grenzen, ab wo es gefährlich wäre, mit Vorsicht zu handhaben sind. Dazu eine kurze historische Anekdote. Wie das Thermometer vor einigen Jahrhunderten in die Medizin eingeführt wurde, da haben damals die alten Ärzte, die das Thermometer noch nicht benutzt haben, haben sich sehr dagegen verwehrt und haben gesagt, naja, wenn die jungen Ärzte jetzt das Fieberthermometer haben, dann wird die Kunst verlernt werden, auf die Qualität des Fiebers zu achten. Und genau das ist das Problem, was wir heutzutage haben. Die Qualität des Fiebers ist entscheidend. Es geht weniger hierbei um eine Zahl als um die Frage, wie es dem Menschen geht. Ein Fieber von 38 Grad kann lebensbedrohlich sein, ein Fieber von 40,5 Grad kann völlig harmlos sein. Also machen wir uns bitte los von dem Gedanken, uns hier an irgendwelche Zahlen festzuklammern. Okay, aber was können wir jetzt tun, wenn mein Kind Fieber hat und ich kein Paracetamol mehr bekomme und ich gerne Paracetamol einsetzen würde? Zunächst einmal lassen Sie mich ein paar Sätze sagen zu dem, was ich selber gelernt habe und wie ich es auch selber in der eigenen Familie angewendet habe, beziehungsweise auch in den Jahren, wie ich selber noch viele Kinder in meiner Praxis behandelt habe. Gebe eher weniger von der Dosierung her als das, was angesagt ist für das jeweilige Alter und dafür häufiger. Weil dadurch senkst du moderat das Fieber, nimmst dem Fieber die Spitze, ja, weil das Anstrengende des Fiebers ist das Auffiebern. Und wenn man jetzt den üblichen Dosisangaben folgt, dann kann da unter Umständen eine sehr unangenehme Schaukelsituation entstehen zwischen Fiebersenkung, dramatischer Fiebersenkung und dramatischem Wiederanstieg. Ich habe das selber erlebt im Rahmen meiner Sepsis, also meiner Blutvergiftung nach meiner Herzklappenoperation. Das war echt nicht lustig gewesen und ich hätte mir gewünscht, die Ärzte und Krankenschwestern hätten auf mich gehört und hätten mir die gleiche Dosis, aber verteilt auf mehrere Einzeldosen gegeben. Ja, das erstmal als eine allgemeine Bemerkung vorweg, wie ich es handhabe. Ja, das musst du natürlich selbstverständlich für dich überprüfen. Trifft das auf deine Situation zu? Ich kann das natürlich hier nur aus meiner Sicht schildern, wie es sich bei mir sowohl als Privatperson als auch bei meinen Patienten im Laufe der Jahre bewährt hat. Aber es ist natürlich, wie gesagt, keine Garantie damit verbunden. Das Paracetamol habe ich gerne bei meinen Kindern angewendet, wenn sie den ganzen Tag gefiebert haben, quengelig waren und so weiter und es dann am Abend einfach notwendig ist, dass alle in der Familie zur Nachtruhe kommen, weil ein Kind, das die ganze Nacht über rumquengelt und wehleidig ist, das führt dazu, dass schlussendlich ein solches kleines Kind ein gesamtes Familiensystem an den Rand bringen kann. Und das darf nicht sein. Und von daher ist eine moderate Fiebersenkung am Abend häufig ein probates Mittel. Okay, nun gibt es auch andere Methoden, mehr aus dem naturheilkundlichen Bereich oder zum Beispiel auch aus der Homöopathie, aus der anthroposophischen Medizin. Ich möchte hier nur stellvertretend nennen, zum einen das Apis Belladonna, die fiebersenkenden Zäpfchen von der Firma Weleda. Apis Belladonna ist von Vala, Fieberzäpfchen sind von Weleda. Aber es gibt zum Beispiel dann auch das Gelsemium, das Aconit. Also es gibt diverse Mittel und es lohnt sich, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Das kann ich jetzt hier nur mal so als Idee in den Raum hineinstellen. Okay, also es gibt eben, wie gesagt, durchaus Möglichkeiten sowohl der Fiebersenkung als auch der Schmerzbekämpfung, gerade bei Kindern, aus dem Bereich der Naturheilkunde. Und zum Glück haben wir in diesem Bereich aktuell noch keine Lieferengpässe. Zumindest ist mir da nichts zu Ohren gekommen. Und wenn, dann gibt es andere Firmen, auf die wir ausweichen können. Okay, eine weitere Methode, um mit dem Fieber fertig zu werden, das ist der Wadenwickel. Ja? Und selbst wenn du nichts im Hause hast, ja, da gibt es dann auch auf YouTube Videos mit Tee kochen und so weiter. Das ist alles richtig, aber wenn du nichts da hast,
dann mache es einfach, einfach und simpel. Also, du nimmst ein Tuch, tauchst es ein in kühles Wasser, nicht in kaltes Wasser, in kühles Wasser, wringst es kräftig aus, legst es um die Waden, packst ein weiteres Tuch herum, damit die Nässe nicht das Bett nass macht und dann vielleicht noch einen Wollschal um jedes Bein bitte einzeln, weil häufig ja auch die Kinder recht zappelig sind und wir ihnen hier nicht das Gefühl des Gefesseltseins vermitteln wollen. Wichtig ist beim Wadenwickel, achte darauf, dass die Füße warm sind. Sollten die Füße kalt sein, weil das Kind zentralisiert ist, ja, und vielleicht auch sogar noch die Unterschenkel auch kühl sind, dann musst du zunächst einmal einen ersten Schritt, auch wenn es erstmal paradox klingen mag, dann ist es notwendig, in einem ersten Schritt die Füße mittels Wärmflasche zu erwärmen. Natürlich nicht mit einer heißen, aber mit einer warmen Wärmflasche, mit Wollsocken, wie auch immer, dafür sorgen, dass die Wärme bis in die Peripherie hinein strömen kann, sozusagen wie hinausgleiten kann, ausgeleitet wird. So, und wenn die Peripherie schön warm ist, also wenn du fühlst, aha, die Füße sind warm, dann kannst du einen kühlenden Wadenwickel anlegen. Noch besser wirkt der Wadenwickel, wenn du beispielsweise eine Zitrone hast. Ja? Dann nimm die Zitrone, presse sie aus, mache sie in das Wasser mit hinzu. Das hat dann noch etwas mehr, auch was Belebendes und Erfrischendes. Selbstverständlich musst du bei einem fieberkranken Kind darauf aufpassen, dass es genügend trinkt. Ja, und nur ein Becherchen neben das Bett stellen reicht nicht. Vielleicht kennst du es auch selber, auch als Erwachsener. Es gibt so einen Punkt der Lethargie, wo man wirklich angehalten werden muss, genügend zu trinken. Einfach nur die Aufforderung, trink, reicht in dem Falle nicht. Also, setz dich an das Bett und lies eine Geschichte vor und sage beispielsweise, nach jeder Seite, die du vorgelesen hast, wird ein halber Becher leer getrunken. Jetzt die Frage, wie viel trinken? Nun, dafür gibt es Formeln, man kann es aber auch sich relativ einfach machen und sich sagen, so, das ist eine ganz allgemeine Regel, wieder beispielhaft genannt, die du natürlich überprüfen musst, ob das so für dich zutrifft. Der betroffene Mensch muss regelmäßig auf Klo gehen können und Wasser lassen. Wenn er über viele Stunden kein Wasser mehr lässt, dann ist das zu wenig Flüssigkeit im Körper. Ja, also, und wenn der Urin dann richtig tief gelb ist und das nicht von irgendwelchen Vitaminen herrührt, ja, sondern so einfach tief gelb ist, dann ist auch das ein Zeichen dafür, dass der Urin zu konzentriert ist. Dann heißt es mehr trinken. Ebenso natürlich, wenn die Schleimhäute schon trocken werden. Auch das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass zu wenig Flüssigkeit im Körper drin ist. Und zu wenig Flüssigkeit macht wiederum Kopfschmerzen. Ja, also von daher ist dann auch die Frage, kommen die schmerzhaften Zustände nicht auch daher, weil eben zu wenig Flüssigkeit im Organismus da ist. Also mach dir darüber Gedanken. Im Übrigen möchte ich an dieser Stelle ein ganz wertvolles Buch hier explizit empfehlen, das wir sowohl hier in unserer Praxis stehen haben, im Wartezimmer, als auch natürlich selbstverständlich auch wir zu Hause haben bzw. zu Hause hatten. Und zwar ist das Kindergesundheitsbuch von Jan Wagedes und Georg Soldner, zwei kinderärztliche Kollegen, die ich auch beide persönlich kenne, im GU Verlag erschienen, Gräfer und Unzer, wo sehr ausführlich verschiedene Heilmittel vorgestellt werden und eben auch zum Beispiel der Wadenwickel. Also ein solches Buch gehört, dieses oder ein anderes Buch, gehört meiner Meinung nach in jeden Haushalt, wo Kinder und Kleinkinder, Säuglinge sind, weil du hier immer schnell Rat finden kannst. Okay, gut, kommen wir zum nächsten Thema und jetzt wird es schon schwieriger. Also ich behaupte mal, das mag jetzt vielleicht eine Provokation sein, aber in den meisten Fällen werden wir in der Kinderheilkunde gute Alternative und in diesem Fall muss ich ja wirklich sagen, alternative Wege finden können, wo wir uns auch mit einem Engpass von Paracetamol irgendwo durchmogeln können, auch wenn das natürlich nicht wünschenswert ist. Sehr viel schwieriger wird es, wenn wir auf das Thema Ibuprofen schauen im Erwachsenenalter, wo es um Schmerzen geht, wo es um rheumatische Beschwerden geht. Dazu eine kurze Vorbemerkung. Ibuprofen
gehört zu den sogenannten nicht-steroidalen Antiphlogistika, also die nicht-steroidalen entzündungshemmenden Mittel. Sie reduzieren also die Entzündung im Körper und sie wirken schmerzlindernd. Das sind so die beiden großen Indikationen, für die diese Substanzgruppe eingesetzt wird. Ich selber benutze zum Beispiel auch hin und wieder mal Ibuprofen. So 1 bis 2 Tabletten im Monat sind das durchaus bei mir. Und zwar, wenn ich eine hartnäckige Migräne habe, leistungsfähig sein muss, mich nicht ausruhen kann oder auch an sonstigen Schmerzen leide. Dann nehme ich gerne Ibuprofen, weil es für mich relativ gut verträglich ist und eine zuverlässige Wirkung hat. Das ist aber von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Andere wiederum vertragen besser Diclofenac oder Aspirin. Das ist schlussendlich auch etwas, was es gilt herauszufinden bzw. mit dem behandelnden Arzt oder Heilpraktiker oder Apotheker zu besprechen, was hier hilfreich sein könnte. Ibuprofen wird eben auch sehr regelmäßig von vielen schmerzgeplagten Menschen eingenommen. Und das mag ich mir gar nicht ausdenken. Ich kenne solche Menschen, wie das denen wohl gehen mag, wenn sie jetzt auf einmal an das Ibuprofen nicht mehr herankommen. Ja, auch in ihrer Dosis. Ja, dazu darf man auch nicht vergessen, dass auch die Begleitstoffe in jeder Kapsel auch noch ein bisschen unterschiedlich sind von Firma zu Firma. Und ich kenne Patienten, die wirklich auch es nur von einer bestimmten Firma vertragen und von einer anderen Firma, wo oberflächlich betrachtet das Gleiche drin ist, aber die Begleitstoffe eben andere sind, das eben dann nicht mehr vertragen. Also da gibt es jetzt bestimmt viele Menschen hier in Europa, die hier echt Probleme haben, und zwar richtig massive Probleme haben. Trotzdem möchte ich dir mal hier ein paar Ideen in den Raum stellen, beispielhaft genannt, die möglicherweise dazu beitragen können, die Abhängigkeit von Ibuprofen zumindest zu reduzieren. Also sprich, mit diesen Maßnahmen, die ich jetzt nenne, den Verbrauch zu senken. Was ja schon mal per se ein durchaus erstrebenswertes Ziel ist, weil wir dürfen nicht vergessen, dass das Ibuprofen, so wie die anderen NSAA, also die nicht-steroidalen Antiphlogistika, ebenfalls ein erhebliches Nebenwirkungspotenzial haben, vor allen Dingen, wenn ich es langfristig einsetze. Okay, also, da ist zum einen die Substanz zu nennen MSM, das ist eine bestimmte Schwefelverbindung, die in der Tat häufig gut wirkt, vor allen Dingen auch bei akuten Problemen, schmerzhaften Problemen im Bewegungsapparat, Verstauchungen, Zerrungen etc. Aber auch zum Beispiel ein guter Kollegenfreund von mir hatte sich einmal eine Rippe gebrochen und eine Rippe kann man nicht eingipsen, das heißt, hier muss man durch und muss warten, bis das wieder von selber ausheilt. Gleichzeitig ist es schmerzhaft bei jedem Atemzug. Und er hat mir damals berichtet, dass er mit MSM das Ganze gut durchgestanden hat und keine weiteren Schmerzmittel gebraucht hat. Ein weiteres Schmerzmittel ist das Phytodolor. Phytopflanze, Dolor, der Schmerz. Phytodolor ist ebenfalls ein naturheilkundliches Mittel mit verschiedenen Substanzen da drin, die ebenfalls häufig schmerzlindernd wirken können. Außerdem möchte ich hier die Teufelskralle erwähnen. Und also du kannst hier einfach zu deinem Apotheker gehen und sagen, ja, du möchtest gerne mal einen Versuch machen mit Phytodolor oder mit der Teufelskralle. Von der Teufelskralle gibt es viele verschiedene Präparate. Es gibt diese Präparate auch jeweils innerlich zum Einnehmen oder als Salbe für die äußerliche Anwendung, wie auch immer. Lass dich hier beraten von deinem Apotheker. Und wenn du deinen Verbrauch an Ibuprofen um die Hälfte reduzierst, kommst du mit dem Ibuprofen, was du jetzt hast, halt doppelt so weit hin. Ja? Also an dem Punkt sind wir halt heutzutage, dass wir so überlegen müssen. Dann gibt es 2 ganz große, wichtige Mittel für mich, was den ganzen Thema der Entzündung angeht, die ich sehr viel einsetze, auch gerade bei meinen Herzpatienten. Das ist der Weihrauch und vor allem das Kurkuma. Ich persönlich habe den Eindruck, dass das Weihrauch eher seinen Stellenwert hat im Bereich Gelenke, Muskeln etc. und Kurkuma eher seinen Stellenwert hat im Bereich Herz-Kreislauf-System. Das ist mein Eindruck, das
Da habe ich aber überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Allumfassenheit, ja, sondern das ist meine Meinung dazu, mein Eindruck dazu. Sicher ist, dass Weihrauch und Kurkuma zwei Substanzen sind, die ebenfalls ganz massiv antientzündlich wirken und durch ihre antientzündliche Wirkung auch deutlich schmerzlindernde Effekte haben können. Also, scheue dich nicht, wenn du von diesem Problem betroffen bist. Gehe zu deinem Apotheker, gehe zum Hausarzt, Hausärztin, Heilpraktiker, lass dich beraten und mache dir Gedanken darüber, welche Mittel dir vielleicht helfen können, mit der Menge an Ibuprofen, die du noch hast, länger auszukommen. Ja, und so möchte ich jetzt zum Schluss hier auch nochmal ein sehr persönliches Statement abgeben, sozusagen einen Kommentar zu der ganzen Sache. Das, was wir gerade erleben, ist ein beispielloses Versagen deutscher und europäischer Politik. Es ist ein Versagen, das wir im Grunde von den Fachleuten her seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten haben kommen gesehen. Stelle dir einmal vor, in den 90er Jahren, ja, also vor 30 Jahren, da war Deutschland noch die Apotheke der Welt. Heutzutage wäre nur noch ein Bruchteil der Medikamente in Deutschland oder in der EU hergestellt. Es wird alles in China und in Indien hergestellt, zu einem allergrößten Teil, 70% circa kommen aus China und Indien. Und wir haben uns dadurch die Globalisierung in eine Abhängigkeit hineinbegeben, die von Fachleuten eben auch schon seit Jahren kommen gesehen wird, dass das einmal zu einem Problem werden könnte. Mir ist das zum ersten Mal so richtig, richtig klar geworden, wie der Frachter, die Evergreen, glaube ich, hieß sie, sich im Suezkanal am 23. März 2021 quergestellt hat und sage und schreibe 422 Schiffe auf die Durchfahrt warteten. Ja, da kam es ja damals auch schon zu den ersten Lieferengpässen und seit jener Zeit sage ich zu allen, fast allen meinen Patienten, also vielleicht dran denke, als auch zu meinen Mitarbeitern, deckt euch ein mit Medikamenten. Ja, habt Medikamente, also auch hier jetzt der Appell an dich, habe Medikamente, die du wirklich jeden Tag brauchst, habe die für mindestens ein Jahr lang vorrätig. Warum sage ich das? Es ist ein Thema, das ich mittlerweile, wenn hier mal ein Pharmareferent in die Praxis hineinkommt, ich jeden frage. Und ich habe persönlich auch vor kurzer Zeit jemanden kennengelernt, eine Person, die in der mittleren Führungsetage bis zu der Pensionierung vor einigen Jahren tätig gewesen ist, eines großen deutschen Pharmaunternehmens. Und alle bestätigen mir, dass seit Jahren in der Pharmaindustrie dieses Thema gewusst wird, auch die Abhängigkeit von Indien und China, dass das ein ganz heißes Eisen ist und bereits seit geraumer Zeit hier an Plänen gearbeitet wird, die Produktion wieder zurückzuholen nach Europa. Das Problem ist nur, so einfach und so schnell geht das nicht. Und wir dürfen auch eins nicht vergessen, das Know-how, solche Maschinen zu bedienen und aufzubauen etc. etc. Dieses Know-how ist mittlerweile auch nicht mehr so ohne weiteres vorhanden, weil die Menschen schlicht und ergreifend in Pension sind. Okay, von daher ist das Ganze wirklich hier, was wir gerade erleben, eine Katastrophe mit Ansage und ein komplettes Politikversagen. Die Professorin für Pharmakologie Ulrike Holzgrab hat bereits vor 3 Jahren darauf hingewiesen, dass China die gesamte EU schachmatt setzen kann, wenn China, also ohne auch nur einen Soldaten in den Krieg zu schicken, kann China Europa plattkriegen, wenn nämlich China von jetzt auf gleich den Medikamentenexport komplett blockiert. Man male sich das einmal vor, wenn beispielsweise, und ich fürchte, wir sind da nicht weit davon entfernt. Du brichst dir einen Knochen. Eigentlich eine harmlose Angelegenheit. Müsste operiert werden, dauert eine halbe Stunde. Nicht groß der Rede wert. Schon nach einigen Wochen oder Monaten wirst du den Vorfall vergessen haben. Und stell dir einmal vor, der Chirurg sagt, ja, das kann ich gerne morgen früh operieren. Bringen Sie bitte das entsprechende Narkosemittel mit
holen Sie sich es sich auf dem Flohmarkt oder auf dem Schwarzmarkt. Ja, wo sind wir denn hier? Aber vor solchen Zuständen sind wir nicht mehr weit entfernt. Und wirklich noch einmal, mit der Blockade im Suezkanal und mit diesen ganzen Containern, die nicht mehr zu uns gekommen sind, ist das deutlich geworden, in welcher gefährlichen Situation wir sind. Spätestens da hätte allen der Groschen fallen müssen. Und ich muss an dieser Stelle leider Gottes einen Blick in die Weltpolitik hineinwerfen. Vielleicht wissen Sie es, dass es mächtig kriselt zwischen China und Taiwan. Und meine Befürchtung ist die, dass es hier zu einem militärischen Konflikt kommen wird, dass also China Taiwan angreifen könnte, annektieren könnte. Und was würde dann zur Folge sein? Joe Biden würde seine Politiker aus Brüssel und aus Berlin am Nasenring durch die Manege führen. Wir haben das gesehen, wie Biden vor laufender Kamera neben Scholz gestanden hat und gesagt hat, dass er die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 sehr wohl wird verhindern können und Scholz keinen Ton dazu gesagt hat, wirklich wie ein Erstklässler dort stand, keinen Ton gesagt hat. Angela Merkel hat damals noch wieder Abhörskandal, wenigstens noch den Mumm gehabt zu sagen, unter Freunden geht sowas gar nicht. Natürlich hätte Angela Merkel auch noch viel rigoroser reagieren müssen gegenüber den Amis. Meine Sorge ist die, dass wenn es hier zu einem militärischen Konflikt kommt zwischen China und Taiwan, dass dann die USA dafür sorgen werden, dass es hier zu einer Eskalation kommt, auch zwischen der EU und China, und dass dann die chinesische Staatsregierung einfach sagen wird, und zwar von jetzt auf gleich, Medikamentenexport ab heute Nacht, Mitternacht, Stopp. Es wird nichts mehr exportiert. Und dann haben wir hier in Europa ein echtes Problem. Und meine Sorge ist die, dass dann Uncle Sam auf der Matte stehen wird und uns neue Verträge unterjubeln wird, dass wir dann halt alles in den USA zu kaufen haben. Ja, das ist eine düstere Aussicht. Wir können uns dem nur befreien, indem wir zum einen die Verantwortung für uns selber übernehmen, nicht mehr die Verantwortung abgeben. Wir sehen das immer wieder in der Politik, dass die Politik nicht zum Wohle des Volkes handelt, sondern anderen Interessen folgt. Ja, und auch die Energiekrise, die wir derzeit erleben, ist ja kein böser Fluch von Gott, ja, sondern es ist eine politisch gewollte Krise. Wenn wir den Handel einschränken würden oder aussetzen würden mit allen Völkern, die in den letzten Jahrzehnten Mist gebaut haben, dann könnten wir noch, ich sage jetzt mal so aus der Lameng heraus, dann könnten wir noch mit der Schweiz und wahrscheinlich noch mit Österreich Handel betreiben, aber schon mit Dänemark nicht mehr, weil Dänemark Dänemark hat einen Völkermord begangen an den Inuit, also an den Ureinwohnern Grönlands. Aber niemand käme auf die Idee, deswegen jetzt Dänemark zu mobben und zu sagen, wir wollen mit Dänemark nichts mehr zu tun haben. Ja. Also von daher, diese ganzen Ereignisse, die wir haben, sei es das große C, sei es die Energiekrise, sei es jetzt der Medikamentenskandal, der Medikamentenengpass, es ist alles politisch eingefädelt. Das muss uns klar sein. Also übernehmen wir selbst Verantwortung für uns, weil auf andere verlassen, das sollten wir besser nicht mehr. Ja, das war mein Kommentar zur Lage.